Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der dritten Etappe des Lechwegs unterwegs. Startpunkt ist Steg und Ziel ist Ebingen-Alb. Die Tour hat etwa 20 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Etappe so ist, dann kommt mit. Thank you.
noch etwa 2,5 Kilometer, dann sind wir auch schon an unserer Unterkunft in Elbigenalb. Die Tour hat uns heute wieder richtig gut gefallen. Highlight dieser Tour war für uns persönlich der Wasserfall. Richtig genial. Aber auch der Rest der Wanderung war richtig top, denn die schönen Aussichten ins Lechtal, prima. Wenn euch dieses Video auch gefallen hat, beziehungsweise der Wanderweg, dann würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Enna. Enna. Noch Enna. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der dritten Etappe des Leschwegs unterwegs. Etappenstart? Nee. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der dritten Etappe des Lechweges unterwegs. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der dritten Etappe des Lechwegs unterwegs. Startpunkt ist Steg und Etappenziel ist Elbigenalb. Die Tour hat etwa 25 Scheiße. Noch etwa 2,5 Kilometer, dann sind wir auch schon in Elbigenalb in unserer Unterkunft. Der Weg hat uns heute wieder richtig gut gefallen. Highlight dieser Tour war für uns der Wasserfall und auch die richtigen schönen Panoramen ins Lechtal. Richtig genial. Noch etwa 2,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Etappenziel in Elbigenalb an unserer Unterkunft. Die Tour hat uns heute wieder richtig gut gefallen. Highlight war bei uns. Guck mal, ob ich vor der Weiler schon. Ja, die Krake habe ich schon gesehen. Ich bleibe jetzt stehen.